Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Heute stelle ich euch einmal zwei Werke vor. Das erste Werk, ja, das hat so horrorpalpige Einschläge und das zweite, da sind wir in einer fantastischen Fantasy-Welt gefangen. Und was diese beiden Comics gemeinsam haben, das verrate ich euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Und hier haben wir das erste Werk, über das ich mit euch reden möchte. Code Prue aus dem Dantes Verlag. Von Garth Ennis geschrieben und von Raulo Caceres gezeichnet. Und ja, der wurde mir vom Dantes Verlag zur Verfügung gestellt als Rezensionsexemplar. Vielen Dank einmal an den Walter dafür. Und der kostet 29 Euro und hat 248 Seiten. Ist ein schickes kleines Hardcover-Buch, wie ihr das hier sehen könnt. Hier auf der Rückseite haben wir den Alan Moore und warum der da drauf steht. Ja, das erkläre ich gleich kurz einmal, denn dieser Band, der gehört zu der sogenannten Cinema Purgatorio-Reihe. Das ist so eine Comic-Reihe, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen Anleihen an das Kino haben soll in Comic-Form. Und das hier ist, wie ihr vielleicht eben auch schon sehen konntet, Band Nummer 1, Code Prue. Und ja, da gibt es mittlerweile verschiedenste andere Bände, ne, die nicht mit dieser Garth Ennis-Geschichte was zu tun haben, sondern nochmal ganz andere Stories sind. Und da hat man, glaube ich, jetzt auch schon 4, 5 Bände von dieser Cinema Purgatorio-Reihe. Hat man viel Auswahlmöglichkeit, wenn man sich für dieses cineastische, erwachsene, comichafte Universum eben interessiert, ne? Was von Alan Moore hier eben auf der Rückseite präsentiert wird. Und ja, der Comic und auch alle anderen aus dieser Reihe sind nicht wirklich für Kinder oder so oder für Jugendliche gedacht. Dieser Comic hier hat eine Empfehlung, hier hinten steht es auch, empfohlen ab 18 Jahren und das auch absolut zu Recht. Wir finden hier Gewalt drin vor, wir haben hier auch sexuelle Inhalte und das sollte nicht unbedingt in Kinderhände geraten. Ja, worum geht es genau bei Code Prue? Garth Ennis hat hier eine sehr, sehr interessante, krasse, witzige, palpige Horrorgeschichte niedergeschrieben. Wir verfolgen hier die Prudence, kurz genannt auch Prue, die ist eine Ersthelferin und ist jetzt neu im Einsatz bei ihrer neuen Stelle und sie wird direkt in Verbindung gebracht mit Wesen, die man sonst so nur aus Film, Fernsehen, Büchern kannte. Wir begegnen hier Vampiren, wir begegnen Werwölfen, Zombies und anderen schaurigen Kreaturen. Und Prue muss sich erstmal daran gewöhnen, okay, dass es überhaupt diesen Faktor eben gibt, dass das Monster und mystische Wesen so existieren und versucht aber natürlich, so wie ihr Kollege sie hier so einarbeitet, diesen Kreaturen auch zu helfen. Es gibt freundliche und nette, es gibt aber auch Kreaturen, ja, die, mit denen sollte man nicht unbedingt irgendwie zusammen sein, aber trotzdem hat man dann als Ersthelfer, als Sanitäter eben die Aufgabe, wenn es irgendwie so einer Kreatur nicht gut geht, dort dann zu helfen. Und das ist hier sehr, sehr, sehr krass und auch manchmal sehr, sehr witzig in Verbindung gebracht. Prue hat auch einen Chef und der Chef selber, der hat zum Beispiel das eine oder andere Monster bei sich irgendwo in der Zentrale eingesperrt. Und es gibt zum Beispiel ein Monster, ein Tentakelwesen, mit dem spielt er liebend gern Monopoly. Und ich möchte euch das einmal gerade kurz hier in dem Bild einmal zeigen. Das hier unten, das ist ihr Chef. Und wir sehen auch hier oben, ne, da ist dann so ein tentakeliges Wesen. Und die beiden spielen halt Monopoly, philosophieren so ein bisschen. Dieses Monster hat natürlich den Gedanken, dass es da raus will, ne, während ihr Chef da immer sehr, sehr, sehr überlegen wirkt, was dieses Gefängnis angeht, was die Technik angeht, die dieses mystische Monster, was sich als alter Gott
hier präsentiert, gefangen hält. Und ja, es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr abgedreht, sehr cool. Und ich erwähnte eben auch schon teilweise sehr witzig, weil wir zum Beispiel den Fall haben, dass wir einen Vampir haben, der versucht, Selbstmord zu begehen, wo man dann so ein bisschen in Gesprächstherapie geht. Ne? Wir haben hier Werwölfe, die man verarzten muss, weil die sich eventuell eine silberne Kugel eingefangen haben. Ne? Und. Also jede Menge Querverweise auch zu bekannten Filmen, Serien oder eben Buchliteratur. Ne? Das ist wunderbar, wie man hier drinnen merkt, dass sich aus dieser Gesamtfundus, den dieser Bereich mit mystischen Horrorkreaturen eben hergibt, dass man sich da so ein bisschen bei bedient hat und das in so eine witzige, abgedrehte, horror-eske, palpige Geschichte eben gepackt hat, mit so einem Garth Ennis-Style. Sehr, sehr cool, hat mir wirklich echt gut gefallen. Gerade auch dieser Zeichenstil, ich finde, dadurch, dass das so schwarz-weiß gehalten ist und mit diesen detaillierten Zeichnungen von Raul Caceres, ist das wirklich mega genial geworden. Ne? Also es hat einfach auch dadurch so einen filmischen Schwarz-Weiß-Stil, finde ich schon fast. Ne? Und es ist wirklich, wirklich, was haben wir hier? Genau, hier haben wir nämlich den Vampir, der Suizid versucht zu begehen. Hier, zack, einmal nach draußen an die frische Luft und schon brennt der Kollege lichterloh. Und ihr seht das hier auf dieser Seite schon. Wir haben hier so Texte abgebildet. Das ist wie so eine Art, wie so eine Art Glossar, der nach jedem Kapitel kommt. Also dieser Band hier hat 18 einzelne Kapitel oder einzelne Geschichten. Und nach jeder geht dieser Comic am Ende, also hier steht genau Seite so und so viel Panel 3, Seite so und so viel Panel 2 und dann eine Erklärung zu dem, was zum Beispiel gesagt wurde, wo die Anspielung darauf hindeuten soll. Vielleicht auch Worte, die man schlecht aus dem Englischen irgendwie übersetzt bekommt oder die im Englischen eine Bedeutung haben, was aber auf Deutsch wieder was ganz anderes sein kann. Das ist sehr, sehr geil gemacht, also sehr ausführlich auch. Ich halte das mal einmal dichter hier rein, dann seht ihr das hier auch. Und das haben wir wirklich nach jedem abgeschlossenen Kapitel ist das immer. Und wie gesagt, also die Zeichnungen sind einfach mega, mega gut. Und ja, diese Übersetzung kommt von Jens R. Nielsen. Der hat hier diese ganze Übersetzung immer getätigt. Und auch hier, das ist einfach genial, ne? Wenn ihr euch hier den Dude da oben einfach mal anschaut. Also wirklich ganz, ganz hervorragend gezeichnet. Hat mir sehr gut gefallen. Also wer auf sowas steht, macht damit auf jeden Fall nichts verkehrt. Und wie gesagt, der Humor hat voll meinen Geschmack getroffen. Also das fand ich wirklich schon sehr, sehr cool, was hier so in diesem Band erzählt wurde. Und die Story selber ist auch am Ende nicht abgeschlossen. Also es wird, denke ich mal, noch eine Fortsetzung geben. Also kann es jedenfalls. Und ich bin mal gespannt, wann das dann mal erscheinen wird und wieder die Fortsetzung wird. Weil, wie gesagt, mir hat dieser erste Cinema Purgatorio Band aus dieser Reihe mit Code Q sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der einfach ein Faible für so verquere, abgedrehte, verstörende, witzige Horror-Stories eben hat. Und da macht ihr nichts mit verkehrt. Code Q aus dem Dantes Verlag. Und hier haben wir den nächsten Band, den ich euch präsentieren möchte, auch vom Dantes Verlag, Arn. Der wurde mir auch zur Verfügung gestellt. Möchte mich auch nochmal für bedanken. Und wir haben hier einen Comic, der von Hazel Gonzalez geschrieben wurde und auch wieder. Und da haben wir dann die Verbindung zwischen diesen beiden Titeln. Von Raulo Caceres wurde der wieder gezeichnet. Man merkt das auch gleich hier am Anfang schon so ein bisschen. Wir haben es zwar hier koloriert, aber ich finde, der Stil von ihm ist wirklich wunderbar zu erkennen. Das hier ist ein nicht so dicker Band, also vom Verhältnis her, ich kann es euch ja mal einmal zeigen, schon größer als Code Q, ne, damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie Code Q von der Größe her ausfällt und wie groß dann der Arn ist. Ne, da habt ihr das einmal im direkten Vergleich.
Und Ahn ist halt ein Album, kostet 16 Euro und hat ungefähr 71 Seiten. Genau, auch hier kann ich es jetzt schon vorab sagen, ist das genauso wie bei Code Pooh, haben wir hier hinten einen sehr ausführlichen Glossar. Und das finde ich auch immer super. Ist auch wieder von Jens A. Nielsen und Bernd Joachim Stolz kreiert worden. Es ist ja auch immer echt eine Arbeit. Also Hut ab. Und hier wird uns dann eben erklärt, was soll Tortuga sein oder die Krone oder Crowlone oder Philophator. Also sehr, sehr cool. Ich räume das Feld jetzt einmal von hinten auf. Wir haben hier so ein, zwei Bonuszeichnungen, ne, quasi das Frontcover auch nochmal dann in Schwarz-Weiß-Ausführungen. Sieht auch sehr schön aus. Ich weiß gar nicht, was würdet ihr lieber mögen? Eher das Schwarz-Weiß oder eher die kolorierte Variante? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren, ihr sagt, okay, das ist irgendwie geiler. Also ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Das Kolorierte hat was, aber auch diese naturesken, rauen Schwarz-Weiß-Zeichnungen haben irgendwie ihren gewissen Charme. Ne? Also das kann man dem einfach nicht abstreiten. Ja, also sehr schön, Bonussachen. Und uns wird hier eine Geschichte erzählt über einen jungen Mann, einen Mann, der zur See gehen wird. Es beginnt hier in ganz jungen Jahren von Ahn. Er lebt in einer fantastischen Welt. Es ist eine Fantasy-Welt, in der es weder wirklich so gut oder böse gibt. Es verschwimmt so in sich. Und er möchte zur See gehen. Fährt er irgendwann auch los eben mit. Er erlebt dort spannende Abenteuer, die mit Piraten zu tun haben, mit verschiedensten Wesen, mit Elfen, ne, die man hier sehen kann. Also wie ihr auch hier schon wieder merkt, ähnlich wie bei Code Pooh geht es hier zur Sache, auch was die sexuellen Inhalte teilweise angeht. Der Comic selber hier wird aber ab, hat er eine Altersempfehlung ab 16. Also hier steht jetzt keine drauf. Ich würde aber schon sagen, 16 sollte man grob sein dafür. Hier auch wieder wunderschöne Zeichnungen. Und wir erleben hier eben diese Entwicklung von Ahn vom Jungen zum quasi wirklich bis zum König. Ne? Er fährt zur See, erlebt da eben seine Abenteuer. Es geht irgendwann so weit, dass er zum König ernannt wird und auch als König da sehr, sehr schwierige Entscheidungen dann eben treffen muss, ne? Was so kriegerische Handlungen angeht. Ne? Wie geht es dem Volk? Die Städte werden errichtet. Sie werden erweitert und so. Und also es ist eine ganz, ganz spannende Story, was einfach diese Welt angeht. Ne? Also das ist auch ein abgeschlossener Einzelband und der soll so ein bisschen anteasern, was noch möglich wäre. Also was man kann dieses Universum hier im Grunde richtig groß ausschmücken mit verschiedensten Stories, mit verschiedenen Charakteren, ganz, ganz neue auch und so. Und ich möchte euch hier auch nochmal eine meiner Lieblingsseiten so zeigen, weil ihr seht einfach, was hier drauf passiert. Ne? Das ist einfach Wahnsinn. Und wenn man sich die Zeichnungen einfach mal wirklich ganz in Ruhe anguckt und die genießt, das ist wirklich ganz, ganz toll, was hier kreiert und geschaffen wurde. Und auch die Story, wie gesagt, klar könnte es noch ein Ticken vielleicht spannender mal an der einen oder anderen Stelle sein, aber es macht irgendwie Lust auf dieses Universum von Ahn. Ne? Hier sehen wir das nämlich, dass er als König hier sitzt. Und das ist schon der 47. Winter. Diese Epochen von ihm, die werden immer in Winter angegeben. Also wie viele Winter dieser Mann schon durchlebt hat. Und ich fand es wirklich sehr, sehr toll. Überwiegend natürlich wegen diesem Artstyle, der hier vorzufinden ist. Aber die Geschichte gibt ihm genug Futter und ich fände, es wäre mal interessant zu gucken, was eben noch möglich wäre in diesem Ahn-Universum. Und auch hier, ne, hier wird nämlich irgendwie auch die Stadt irgendwie oder der Hafen erbaut und guckt euch das an,
wie viel Liebe zum Detail hier drin steckt. Ja. Also wirklich hervorragend gezeichnet von Raolo Caceres und ja, eine weitere Empfehlung aus dem Dantes Verlag. Dann möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben die beiden Reviews gefallen, auch den Zusammenhang mit dem Zeichner. Ich habe gedacht, ich mache das mal zusammen, weil die vom Stil her ja sehr ähnlich sind, was die Zeichnung eben angeht. Und bin mal gespannt auf eure Kommentare zu beiden Werken, zu einem von den Werken. Ne? Habt ihr da was anderes, vielleicht auch schon von dem Raolo Caceres irgendwie gelesen, dann gerne unten in die Kommentare rein. Ich freue mich von euch zu hören und dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder auch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Macht's gut, haut rein, euer Ingo. Ciao.